Das wäre doch ein Ding, wenn es eine Medaille für die Tschechen gäbe. Ja, Robin Wagner hat seine Medaille sicher. Er liegt jetzt auf Rang 2 und es kommt ja nur noch ein Fahrer, das ist Joe Eilers jetzt im 17. Lauf. Das heißt, Tschechien hat eine Medaille sicher und damit auch ein guter Erfolg. Das ist er, der letzte Starter bei dieser Europameisterschaft in der Disziplin 1000 Meter Zeitfahren. Mittlerweile beim Chemnitzer PSV zu Hause. Und er ist gebürtiger Kölner, er ist Niederländer, bekommt noch etwas Sauerstoff. Den hat es vorhin ganz schön umgehauen. Daran kann man erkennen, dass das eben gar nicht so einfach ist, diese läppische Distanz in Anführungsstrichen über 1000 Meter zu fahren. Joachim, Joe Eilers, man drückt ihm zu Hause, ganz egal wo, ob in Sachsen, in Chemnitz oder auch in seiner Heimat in Köln, die Daumen, dass es funktioniert, dass er hier eine Medaille bei dieser Europameisterschaft gewinnt. Erinnert so ein bisschen, wenn man seine Vereine hört, liest, Bayer Worringen an Freddy Schmidtke, einst ein Weltklasse-Bahnfahrer. Und jetzt ist Joachim Eilers unterwegs. Ja, sehr, sehr gut aus der Startmaschine herausgekommen. Da hat wirklich alles gepasst. Auch die Fahrlinie stimmt auf der ersten halben Runde. Er ist ja immer noch im Stehen. Jetzt ist er in den Sattel zurückgegangen. Jetzt heißt es, die optimale Fahrlinie zu halten. Die erste Zwischenzeit ist gut. Ja, gut nach 250 Metern. Nicht ganz eine halbe Sekunde sein Rückstand auf den schnellsten Jeffrey Hoogeland. Und wenn er genauso Fahrt aufnimmt wie zuvor, Maximilian Dörnbach am Ende sich nochmal ordentlich hineinkniet, dann könnte das funktionieren, auch wenn er jetzt etwas Zeit verloren hat. Joachim Eilers, unter anderem Europameister im Teamsprint, im Kairin und das in St. Peter. Genau in dieser Disziplin im 1000 Meter Zeitfahren. Deutscher Meister. Eine Sekunde, immer noch sein Rückstand. 750 Meter sind gefahren. Kanada nochmal zulegen. Joachim Eilers aus Köln. Das ist der aktuell führende Jeffrey Hoogeland aus den Niederlanden. Es geht um die Goldmedaille und es reicht nicht ganz. Jeffrey Hoogeland ist der neue Europameister. Glückwunsch an Joachim Eilers und selbstverständlich auch an Robin Wagner aus Tschechien, der damit Dritter wird, sich die Bronzemedaille sichert. Aber Jeffrey Hoogeland und René Wolf, die freuen sich über diese Goldmedaille. So, wir werden aus dem deutschen Eurosport-Fenster aussteigen, in Anführungsstrichen. Ich denke, das war toll, das war klasse, dass wir hier dabei waren. Morgen geht es dann weiter in Sachen Radsport auf Eurosport 2 oder über den Eurosport-Player. Machen eine kurze Werbepause. Tja, und auf Eurosport International sind wir dann noch ein bisschen vertreten. Die Siegerehrung kommt noch. Aber dann ist dieser Abend ja auch zu Ende. Und für all die Zuschauer, die sich für Rugby interessieren, es geht weiter mit den Weltmeisterschaften Neuseeland, Frankreich. Jean-Claude, das ist dann auch etwas für dich. Das werden wir also gleich übertragen. Ja, die Athletentüten, das Gewicht, so der Armumfang, das ist das Gleiche. Sie können also dranbleiben, liebe Zuschauer. Jeffrey Hoogeland, der neue Europameister über 1000 Meter. Joachim Eilers aus Köln, Zweiter. Und Robin Wagner aus Tschechien, Bronzemedaillengewinner.